Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei diesem Tiny Treasures Diamond Painting Zubehör Haul oder besser gesagt Unboxing. Ich habe nämlich mit Sina getauscht. Ich habe ihr Steinchen zugeschickt, so Reststeinchen, die ich übrig hatte, einen ganzen Karton, ja, eine ganze Kiste voll. Und habe dafür eine kleine Kostprobe aus ihrem Shop bekommen. Ja, der Shop wird geführt von ihr und ihrem Mann. Und was da so Schönes drin ist, das zeige ich euch jetzt mal. Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe nur schon mal geöffnet, noch nicht reingeguckt. Gucken wir jetzt gemeinsam. Ich bin gespannt. Ich hab nur gesagt, Regenbogenfarben ist so meins. Und ich bin mal gespannt, ob sie da was für mich drin hat. So, schauen wir mal. Und ja, ich sehe es. Guckt mal, sogar Leckerlis drin. Einmal Mentos Minis, ja, für frische Painten. Und dann habe ich hier drin einen Schlüsselanhänger, einen kleinen Drachen. Oh, Regenbogenfarben, guck mal, niedlich. Guck mal, wie süß der ist, mit Piercing, ja. Ist ein Schlüsselanhänger, so ein kleiner süßer Drache, ist schon niedlich, ne? Guck mal. Kommt doch echt gut rüber, die Farbe. Boah, ich liebe diese Farbe. Dann habe ich hier einen Stifterhalter. Den fand ich schon cool, weil man hier nämlich das Wachs reintun kann. Hier kommt der Stift rein. Und die Eule wacht dann über einen, wenn man paintet. Auch in Regenbogenfarben. Richtig, richtig toll. Da muss ich mal gucken, welche Regenbogenfarbe das ist. Weil die haben auch eine Regenbogenfarbe, ich glaube, Macaron. Und Macaron ist mit pastelligen Farben. Das hier ist Regenbogen, also die glänzende. Ja, oder wenn ich da falsch liege, verbessert mich gerne. Und dazu passend habe ich gesagt, ich hätte gerne auf jeden Fall einen Stift. Ja. Weil man kann nie genug Stifte haben. Habe ich mal mir so sagen lassen. So. Das ist der Stift. Sogar hier mit abnehmbaren, ich glaube, das kann man abnehmen, ne? Ja, da kann man normale Spitzen reinstecken und halt diese hier, die so ein bisschen schräger ist. Finde ich super geil. Und die kann man für den E-Painter nutzen, glaube ich sogar. Ja, der ist hohl von innen, der Stift. Also für den E-Painter und als normaler Stift super handelbar. Guck mal, wie schön die Farben rüberkommen. No. Finde ich so, so schön. Ich zeige dir mal ein bisschen näher. Das Regenbogenfilament, das fasziniert mich immer wieder. Also egal, wo ich was mit Regenbogenfilament kaufe, weil, also, das kann man nicht beschreiben, ja. Finde ich so, so schön. Und wie gesagt, das hier alleine total top, ne? Und da passen die Stifte perfekt rein. Oder wenn ihr beim Painten seid, könnt ihr natürlich dann auch so reinpacken. Ne, für den E-Painter quasi, dass ihr dann zwischendurch hier mal pausiert und das da reinstellt. Absolut bombastisch gut. Vielen, vielen lieben Dank für die Überraschung. Ja, da freue ich mich mega drüber. Auch wenn ich gerade ruhig rede, ich bin einfach nur müde. Ich habe die letzte Nacht echt unruhig geschlafen. Aber ich freue mich wirklich ganz, ganz dolle. Wird direkt eingeweiht heute. Direkt. Seht ihr? Ich bin total müde. Eieieiei. Wenn ihr auch etwas in der Art haben möchtet, schaut doch gerne bei Tiny Treasures Diamond Painting vorbei. Auf Facebook und auf der Website. Beides ist hier bei mir unten verlinkt. Schaut einfach mal da vorbei. Vielleicht gefällt euch da auch was. Ja, da gibt es auch Katzenpfoten, Stiftehalter und ach, alles Mögliche. Ja, ich verrate mal nicht zu viel. Schaut einfach selbst. Und jetzt ganz liebe Grüße zu Sina und ihrem Mann. Tolle Arbeit, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich. Also das wird auf jeden Fall heute in Benutzung sein. Meine Regenbogensammlung, die mehrt sich immer mehr. Ich liebe es, ich liebe es. Total schön. Ja. Ich sage dann mal Tschüss. Schaut euch auf der Website um und berichtet mir gerne in den Kommentaren, ob ihr dort was Schönes gefunden habt. Oder ob ihr die schon kennt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da so ein bisschen mit mir kommuniziert. Und wir sehen uns beim nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!